Nein, Wasser wollte ich auch keins rauslassen, obwohl ich es cool finde, dass man hier. Also, genau, Kali Air, so hieß es, nicht Perry Air. Was haben wir hier noch? Zeig schon mal her. Ross und das Wow. Peter und der Wolf? Ross und das Wow. Wow, wow, wow. Ich habe eine Korrelation zwischen überladenen Systemen und der Leiche von Dr. Ross bestätigen können. Ich war in der Lage, die Leiche durch ein innerhalb eines Glasbehälters für ein paar Sekunden abzuschirmen und habe einen massiven Abfall in den Messungen festgestellt. Falls wir Ross wirklich innerhalb Omikrons behalten müssen, schlage ich vor, dass wir einen Weg finden, eine permanente Barriere zu errichten, um weitere ernsthafte Systemfehler zu verhindern. Was haben wir hier noch? Ross Recharging. Ross lädt sich auf. Das Wow repariert mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit Rosses Leiche. Es ist das abgefahrenste und verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Irgendwie hat das Wow, welches sich hauptsächlich innerhalb des Structure Jails in den Wänden befindet, die Leiche mit jedem System bombardiert, dass es, auf das es zugreifen kann. Der Glasbehälter wird von einem echt ungesunden Anstieg oder einem ungesunden Level an Elektromagnetismus und Strahlung umgeben, was das Gel, das bereits innerhalb Rosses Body ist, mit Informationen versorgt. Ich bin nicht sicher, was das Wow erwartet, was passieren wird, wenn der Körper wiederhergestellt ist. Aber ich hoffe, dass der ganze Irrsinn aufhört, sobald der Körper 100% erreicht. So, irgendwann am Anfang sagt in diesem Spiel mal einer, nothing is allowed to die, nichts darf sterben. Ich habe so den Eindruck, ich muss da jetzt wohl doch rein, dass, ich habe so den Eindruck, lauter Computerfische, dass das Wow, dadurch, dass die Menschheit ausgestorben ist, irgendwie versucht, weiteres Leben, es wurde ja von Catherine, glaube ich, auch mal so erklärt, irgendwie versucht, weiteren Verlust von Leben zu verhindern, indem es sämtliche Körper, egal wie beschädigt, mittels dieses Structure Gels wieder in Ordnung bringt. So, wir gehen jetzt wieder raus. Was brauchen wir jetzt noch? Wir haben das Structure Gel, wir haben den Cortex Chip, wir brauchen das Battery Pack. Was ist hier los? Ich habe das gehört. Oh nö. Ah, okay, hier kann ich jetzt aber in irgendwas rein. Hallo? Meeres irgendwas und Kochplatten? Aha. Ich weiß nicht, was mich mehr ekelt, diese ranzigen Kochplatten oder das Meeres irgendwas. Was ist hier los? Nein, 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 nein. Sowas fasst man nicht an. Bäh, bäh, bäh. Ist hier noch irgendwas? Nee, das sind bloß irgendwelche Laboratorien, mit denen die hier ihre unaussprechlichen Experimente gemacht haben. Soll mir recht sein. Soll uns recht sein. Aber bei dem Hirsel hier geht's jetzt auch rein und das muss doch wieder nicht sein. Aha. Bitte ein Speicherpunkt. Oh, bitte, bitte, bitte ein Speicherpunkt. Südhalle, F2. Hallo? Hier ist keiner, oder? Nee, hier hat sich bloß das Wow breit gemacht. Falls es das Wow ist, ich behaupte irgend sowas. Was? Welcome to Site Omicron. Ach, besuch mich doch am Abend, wirklich. Ich lasse mich nicht auch noch verspotten in diesem Spiel. Containment. Aha. Und hier dann so? Ach, ich guck mir erstmal das Containment an. Da war irgendwas, was ich overriden musste. Bitte keinen Blödsinn. Ja. Incorrect floor selected. Upper.
Danke, Spiel. Das klang wie ein fallender Kronenkorken. Okay. So, was gibt's jetzt da hinten noch? Main Entrance. Den Verdacht, dass ich da nicht hin möchte. Oh, warum haben die alle keine Köpfe? Okay. Mein Verdacht bestätigt sich. Ich kann nichts hören, wenn ich diese Leute angucke. Ihre Blackboxen scheinen irgendwie gestört. Hier ist auch noch einiges andere gestört. So, was gibt's hier noch? Containment F2 bin ich gerade rein. Messehalle, also Essensraum. Power Room. Es wird wohl der Power Room sein, in dem ich das Power Pack bekomme. Dining Hall. Power Room. Wir gehen zum Power Room. Sehr schön. Moderne Kunst. Ein sehr schöner Storage Room. Was ist das? Irgendein Käse. Platinen. Benzin, was man halt so braucht in so einer Station. Hallo, Power Room. Okay. Ah, ein Speicherpunkt. Halleluja. Gut, was haben wir hier? Etwas, wo ich nicht rein kann. In Ordnung. Und was haben wir hier? Etwas, wo ich wahrscheinlich nicht rein will. Bitte sag mir nicht, dass hier irgendwo irgendwas ist. Oh, nee, du... Also... Ich kann dazu nichts sagen. Es tut mir leid, das ist keine Kategorie, die ich... ein monstermäßig störendes Ding. Und jetzt fällt bitte nicht der Strom aus. Bitte, bitte... Ja... Aber dafür kriegen wir Geräuschkulisse vom anderen Stern. Ist ja super. Und die Geigen aus Psycho. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich hin muss jetzt. Aber ich hab's Gefühl, natürlich muss ich da hin, wo dieses Ding steht, sonst wird's ja nicht da stehen. Ich weiß nicht, was das ist und ich find's eklig. Okay, wir versuchen mal hier an dieser Serverwand entlang und schauen mal, was passiert. Wo bin ich denn hier überhaupt? Was will ich? Hier muss doch irgendwo so ein... Das war ein Fehler. Ich finde das überhaupt nicht gut, wie das klingt und ich... Was zum Geier ist das überhaupt? Keine Fragen, auf die man die Antwort nicht hören will. Also, ich frage nicht. Noch einmal. So. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann damit. Wie kann ich denn sowas werfen? Nein, das vielleicht besser nicht. Das auch nicht. Kann ich das überhaupt werfen? Ich weiß nicht, was jetzt passiert, aber ich bin sicher, ich habe was falsch gemacht. Und wieso? Wieso so viel Computerzeug unter Wasser? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin gar nicht da und du bildest dir auch nur ein, ich wäre hier. Nein! Oh! Aua! Au, oh nee. Ist es jetzt weg oder steht es jetzt wieder da vorne? Super. Großartig. Nee, Mann. Das ist doch jetzt ein Déjà-vu, das ich hier habe. Aufhören, aufhören, aufhören. Au.
Okay, zwei Treffer von dem Ding hält man anscheinend aus und wir stehen wieder hier an der Ecke. Und wo ist es jetzt? Und wo bin ich? Ah ja. Okay, und was mache ich jetzt am besten dagegen? Ja, heul nicht rum. Ich finde es genauso wenig lustig. Okay, es sieht mich nicht oder doch oder was? Nein, okay, das war's. Au, okay, jetzt haben wir verschissen, nehme ich an. Haben wir nicht. Her mit dem Powerpack und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Aber wirklich sofort. Oh Gott, sind wir durch. Und ich möchte mich natürlich für meine Kraftausdrücke entschuldigen. Es ist die Anspannung, die spricht. Oh Gott, sind wir durch. Ach du Schande, sind wir durch. Wenn es jetzt da um die Ecke lauert, dann... Okay. Nein. Was, jetzt steht's da, oder wie? Wo ich hin muss? Oh, keine Chance, Leute. Vielleicht kann ich es da ja doch nochmal irgendwie weglocken, indem ich was werfe. Ich nehme mal das hier im Regal. Werf das da rüber. Interessiert sich aber nicht dafür, habe ich recht. Nee, es steht leider dort. Und ich befürchte, ich muss dort leider hin, oder? Ja, keine Chance. Hier ist kein Durchkommen. Aber das bewegt sich... Kann es sein, dass dieses Monster sich nicht von alleine bewegt? Gut. Irgendwann musste das ja geschehen. Was? Okay, wir sind anscheinend immer noch da. Also das scheint... Oh shit. Und wir reißen wirklich alles um. Bloß raus hier. Was? Jetzt bin ich wieder hier, oder was? Hä? Muss ich jetzt das Battery Pack nochmal holen, oder wie? Nee. Okay. Das kann mir jetzt wahrscheinlich keiner erklären, warum ich jetzt hier lang gegangen bin, anstatt dort rüber. Erst, wo bin ich denn hier? Wo ist der Ausgang? Ich dachte, der wäre hier. Aber der ist hier nicht. Der muss hier sein. Okay. In Ordnung. Wenn der Ausgang hier ist, dann bloß weiter. Das war auch geschlossen, weil wir dort natürlich kein Battery Pack gefunden hätten. Es steht immer im Weg. Wie wird man das los? Ich kann ja nicht einfach dran vorbeigehen, oder? Nee, kann ich nicht. Wenn ich jetzt wahrscheinlich gesehen hat. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich weiß nicht genau, was es damit jetzt auf sich hat. Aber ich versuche mal hier wegzukommen. Um Gottes Willen, ich brauche sofort einen außerirdischen Anus. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Schluss damit. Ist hier einer? Nein, da ist keiner. Okay, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da noch hinkommen würden. Ich glaube, im Untergeschoss war einer. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher jetzt.